Haben wir alles, ja, ne? Können wir hier nochmal gießen. Dann haben wir jetzt auch Weizen tatsächlich angebaut. Das waren die letzten. Ne, diese Öldings, die Olivenbäume haben wir noch nicht, ne? Habe ich Philipp schon Hallo gesagt? Philipp, hallo. Ich kann dir nicht sagen, ob ich dir Hallo gesagt habe oder nicht. Ich bin out of order. Sozusagen. Also wenn ich mir das angucke, ich wollte Monk-augenmäßig genau hier anbauen. Wenn ich das alles angucke, kriege ich mittelschwere Lebenskrise. So, meine Damen und Herren, es ist Zeit. Dann, oh Gott. Sunshine, Häcksele. Ja, Heiko. Ups. Locke. Genau, Locke war aber auch schon nicht. Sunshine kriegt schon wieder mehr Liebe wie andere. Da ist unsere Sonja. Die Jonessie ist da. Wer hat hier Hunger? Wer bist du und warum hast du Hunger? Warum verdammt nochmal habe ich kein Essen in der Tasche? Wieso habe ich kein Essen? nein, will ich nicht. Doch, nein. Wieso ist das da drin? Warte mal, aus Mayonnaise ging das, ne? Aus Mayonnaise war das richtig gut, oder? Ich habe auch eine... Du habt euch mal nicht so, nur weil ich euch ein bisschen auf den Kopf klopfe. Glaubst du das? Da beschweren die sich noch. Ich bin liebevoll und ihr macht Aua. Oh, ich glaube, ich habe es jetzt mit dem Essen ein wenig übertrieben. Die Futtertröge sind auch alle. Und eine Dusche. Oh, habt ihr das Zeichen für die Dusche gesehen? Das sieht jetzt auch anders aus. Guck mal, wie die Dusche jetzt aussieht. Sonst war da immer so ein Strahl. Ja, mit den Trüffeln! Lafisinchen! Ach, Lafisinchen ist schon wieder nicht willig. Ach, Miri! Ah, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, ne? Ron. Ron hat freiwillig rausgerückt. Glaubst du das? Die Futtertröge sind nicht voll. Da sind... Was? Was? Ich will aber... Oh, 150 Stück gehen da rein. Alter, Daus. Aber die Schweine haben keinen Futtertrog. Und wer sieht sich hier schon wieder auf dem... Jonathan sieht sich hier schon wieder auf dem Dings rum. Auf dem Platzdeckchen. Excel braucht extra Liebe wieder. Ah ja. Goro! Gib her das Zeug. Oh, da war aber ein Bild. Ein merkwürdiges Bild. Ich glaube, du sollst geduscht werden, oder? Oder Liebe? Ah, Chris beides. Chris Dusche und Liebe. Hallo, Jana. So. Und da wir ja letztes Mal auf Entenjagd waren, müssen wir ja unsere feschen Enten hier auch noch alle versorgen. Manche heißen nur Ente. Manche haben schon einen Namen. Zum Beispiel unsere Schlange ist hier. Philipp ist hier. Svenny ist hier. Aber eine Ente hat noch... Also einen Namen habe ich noch nicht verteilt. Glaube ich. Das ist die Zicke. Das ist die Zecke. Guck mal, du heißt Ente, ne? Warte mal, du heißt Ente. So? Weiß nicht, ob es so richtig geschrieben ist. Aber ohne Hut noch. Weil ich jetzt zu faul bin, die Hüte zu holen.
Aber damit wären unsere Enten auch versorgt. André haben wir auch noch nicht. Warte. Hier laufen noch mehr Enten rum. Also es ist nicht so, dass wir jetzt zu wenig davon hätten. André? Wenn der André mit Strich, wie man das mit Strich drüber macht, weiß ich nicht. So. Die Orangenbäume. Sehr guter Einwand. Um die muss ich mich auch mal kümmern. Ach, Menno! Warum schlag ich? Orangenbäume, seid ihr schon? Oh Gott. Die Orangenbäume sind fertig, tatsächlich. Wow. Sie haben zwar nur eine Orange dran, ne? Und ja, ich weiß, das heißt Orange. Ich sag auch Jokermint statt Jokermint. Ich sag auch Jalousie statt Jalousie. Also, habt Nachsicht. Manchmal spreche ich die Dinge einfach mit Absicht falsch aus. So. Die Pfirsiche. Haben wir alles gepflückt? Ja, ne? Sieht gut aus. Andrero heißt André, ja genau. Oh, Häcksele! Oh boah, Häcksele hat auch schon 2 Jahre überschritten. Meine Herren, danke, 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 danke. Überleg mal, Häcksele, 2 Jahre schon. Über 2 Jahre schon, Entschuldigung. Das ist so krass. Ich freue mich immer über jeden Monat, der kommt, ne? Ist wirklich unfassbar. Danke, 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 danke. So, Honig hätten wir auch noch mal ein bisschen. Und jetzt habe ich wieder das ganze Inventar voller Zeug. Dann schauen wir mal, ob sich's gelohnt hat. Hier lassen wir gleich noch mal ein bisschen Zeug, genau. Zuckel die Muckel, 2 Huhn, 1 Gänse. Was ist los mit mir? Jedes Mal das Gleiche. Also, Milch. Wir haben die Kühe gefunden, ne? Hier, Orangen. Beerenpflücke Handschuhe. Erhöht deine Chance, die doppelte Menge zu ernten. Als wenn ich nicht schon genug ernte. Aber egal, machen wir. Damit haben wir das auch erledigt. Dann haben wir hier, da brauchen wir dann rote Beete. Da brauchen wir rote Beete, da brauchen wir Zwiebeln. Zwiebeln haben wir auch noch nicht. Hier brauchen wir Orange. Hä? Ach so. Toll, jetzt habe ich die Orangen für den Beerenpflücker ausgegeben und habe keine mehr, dein Ernst? Waren hier noch welche dran, ne? Warte. Ja, aber nur eine. Genä. Ich muss gucken, vielleicht finde ich ja doch noch eine. Aber ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube, das glaube ich nicht. So. Und wenn wir schon mal hier sind. Ach, Quatsch. Hier müssen wir ran. Dann können wir hier mal kicken. Also das sind die Sofas, die man normalerweise hier bauen kann. Ich habe euch ja vor dem Stream gezeigt, wie es dann aussehen soll. Aber ich würde gerne hier dieses Bett. Möchte ich gerne mal herstellen. Und dann möchte ich gucken, heute Abend, ob ich da drinnen schlafen kann. Du brauchst 10 Orangen und 10 Paprika für die Rehe. Okay. So, das hier wird mein Zimmer. Bett da. Dann werden wir heute Abend mal aus. Ups, ich habe es gerade gewässert, das Zimmer, das Bett. Und dann werden wir heute Abend mal ausprobieren. Oh, wie schön die Ladebildschirme jetzt sind, ne? Ob das mit dem Schlafen funktioniert. So.
Recycling. Ah, das ist das neue Wasserbett, na denn. Beruhigt mich ja ungemein. Warte mal, bei dem Dings hier, bei diesem hier, konnte man gut Marmelade reinschmeißen. Das hat immer recht gut funktioniert. Da kam immer ein bisschen was zusammen. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Es ist wirklich unfassbar. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Was macht man eigentlich aus den Enteneiern? Dass ich... Weiß, meine Freunde sind immer sehr, sehr neugierig. Aber was macht man damit? Kein Platz überall nicht. Das nervt. Würde jetzt auch ungern wieder auf Reisen gehen und das hier alles verlassen. Ich würde gerne das einmal fertig machen. Den Kuhstall. Den Kuhstall hatte ich eigentlich für diese Ecke gedacht gehabt, aber das wird eng, ne? Habe ich den Kuhstall schon gelernt? Da fehlen jede Menge Tapeten. Kuhstall. Ach ja, ach ja. Okay, zwei müssen wir hier lassen. Zwei können wir nicht mitnehmen. Möchte gerne den Kuhstall bauen, bevor ich noch mehr Kühe finde und die dann nicht mitnehmen kann. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Heiko. So. Wo sind wir denn hier lang gegangen? Jedenfalls haben wir hier nicht ordentlich sauber gemacht. Das sehe ich ja jetzt schon hier. Was ist denn los hier? Oh, da waren wir noch nicht. Wir waren hier lang. Ba-ba-ba-ba-ba. Okay, rück raus den Kuhstall, olle Zippe. Wer weiß, was mich das wieder kostet. Ich glaube, ich werde schon wieder ganz doll heulen. Glückwunsch, du hast bewiesen und so weiter. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay, genug mit dem Kleinkram. Hier ist eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe für dich. Ich habe ganz in der Nähe einen Baumpflanzer gesehen. Ein solcher Roboter wäre eine große Hilfe. Aber anscheinend ist er durchgedreht und steckt in einer Art Schleife fest. Statt der Umwelt zu helfen, zerstört er ihre Überreste. Versuche herauszufinden, was mit dem Roboter los ist. Gibt es sonst noch was ich wissen sollte? Ach ja, fast vergessen. Wir könnten unterwegs einige Wildschweine begegnen. Hab keine Angst vor ihnen. Sie haben Besseres zu tun, als Menschen anzugreifen. Vielleicht haben sie vergessen, wie sie einst von uns behandelt wurden und sind deshalb nicht mehr aggressiv. Wir haben aber immer noch Verantwortung, ihnen zu helfen. Der Bau der Wildschweine wurde durch ein Leck in der Fabrik vergiftet. Das Leck wurde lediglich eingefroren.
Und so verschmutzt es immer noch die Umgebung. Wir schulden den Wildschweinen also unsere Hilfe. Findest du nicht auch? Was kann ich tun? Du musst etwas trockenes Holz finden und Lagerfeuer entzünden, die das Eis rund um den Bau schmelzen. Dadurch sollte das Gift neutralisiert werden. Danach musst du den Bau mit verschiedenen Ressourcen reparieren. Und dann solltest du noch einige Bäume pflanzen, damit die armen Schweine vor dem Wind geschützt sind. Die Bäume versorgen die Wildschweine auch mit ihrem Lieblingsfutter, damit sie nicht verhungern. Okay, um den Roboter kümmern und den Wildschweinen helfen, alles klar. So, aber ich habe noch mehr Federn. Was kann ich bei dir kaufen? Den Kuhstall. Der kostet natürlich das Weizen, was ich gerade angepflanzt habe. Woher wusste ich, dass ich mich ärgere? Natürlich. Und der Tierwebstuhl. Damit kannst du aus Rohwolle ein Knäuel machen. Und Käserei. Auch Weizen. Okay, die Zibbel braucht Weizen. Hat die mir jetzt alle Federn abgenommen? Ja, hat sie. Die hat mir alle Federn abgenommen. Und wo ist meine Belohnung? Die hat doch eben die ganze Zeit von Belohnung gequatscht. I think I spider. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir den Kuhstall kriegen. Das ist ja ärgerlich, bis der Weizen gewachsen ist. Hier oben, hier oben, hier oben. Wir sind hier oben lang, ne? Boah, bin ich gerade gepieselt. Um nicht zu sagen, ich bin echt gepisst. Dafür muss ich jetzt Müll zerstören. Ich muss es tun. Oh Gott. X. Dreieck, Kreis, Viereck. Halt, hier geblieben. X, Dreieck, Kreis, Viereck. X, Dreieck, Kreis, Viereck. X, Dreieck, Kreis, Viereck. Oh, Gott sei Dank. Halb so blond. Halb so blond. Hallo Schweinchen. Ich kann dich leider nicht mitnehmen, weil ich habe kein Zuhause für dich. Hallo Jana. Ausrufezeichen Love. Du wurdest schon gestreichelt, wie alle anderen auch. Wie Tiptopexele. Wie Jonathy, wie Lavesinchen. Alle wurden heute schon liebevoll behandelt von mir. Hallo Wildschweinchen. Ich hoffe, ich finde jetzt hier auch ziemlich bald die Zwiebeln. Ansonsten ist das mit dem Aufwerten wirklich ein... Apfelkuchen! Ja! Ich kann Apfelkuchen machen! Oh! Endlich! Dann können wir auch die restlichen... Vistera. Die restlichen Zimmer in unserem Dings machen. Ja, dann wird es ja bald Zeit, nach Hause zu gehen, ne? Wir müssen das neue Bett ausprobieren, ob das funktioniert. Oh, eine Wintermütze. Black Scorpion, einen wunderschönen guten Abend. Auch du wurdest schon liebevoll von mir versorgt.
Ob der Name richtig ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und wisst ihr, woran ich sehe, dass ihr alle den Namen richtig geschrieben habt? Er wird in seiner Farbe geschrieben. Er ist in meinem Chatfenster orange. Und immer wenn ihr den richtig schreibt, dann sieht das auch orange aus. So, von da oben sind wir gekommen. Hier gehen wir wieder raus. Von dir nur die Eier haben. Die sind ja eh angepinselt, also ist das doch wurscht. So, hier kommen wir. Hier sind wir wieder bei ihr. Also müssen wir jetzt woanders weiter. Waren wir hier hinten schon? Hier hinten waren wir schon, oder? Da haben wir schon alles weggemacht, ne? Ja. Da läuft noch eine Ente rum. Oder eine Gans. Ach je. Also es sieht hier schon ganz schön abgeholzt aus. Aber das war nicht ich. Ist nicht wie in Medieval Dynasty. Das war ich nicht. Das war schon so. Wirklich, wirklich. So, da unten werden wir wahrscheinlich dann unsere Wildschweine unterbringen, wenn ich das richtig sehe. Aber wir müssen uns natürlich dazu erstmal durchgraben. Und dann hoffen, dass wir die richtigen Materialien haben. Also die Lagerfeuer, glaube ich, habe ich zusammen. Die habe ich, glaube ich, zusammen. Oh Gott, hier geht es noch in die Ecke rein. Das habe ich aber auch... Habe ich das beim letzten Mal gesehen? Weiß ich nicht. Aber wir haben noch mehr rote Beete gekriegt. Sehr schön, sehr schön. So. Zwei... Da. Ups. Und da. Dann sollte das jetzt... Nee, da hinten ist auch noch eins. Dann sollte das schmelzen. Theoretisch. Jawohl. Auf Eis gelegt. Jetzt ist das geschmolzen. Und jetzt müssen wir das... Warte mal, hier hinten liegt noch Müll. Und jetzt müssen wir das reparieren. Und wir haben die Sachen tatsächlich mit. Zack. Und damit haben wir dann den Bau für die Wildschweine. Ach nee, Bäume müssen wir noch pflanzen oder sowas, ne? Irgendwas war noch mit Bäume pflanzen, oder? War das nicht so? Hier wird schon wieder Cola verteilt. Ich muss das abändern in Cola Zero. Unbedingt. Das ist aber schön. Oh Gott. Ich gucke hier hoch und ich sehe nur Müll. Aber wirklich nur Müll. Ich gucke hier so wupf, wupf.